Ah, jetzt endlich. Jesup, ich glaube, ich hab's geschafft. War auch Zeit. Sie arbeiten ja schon über 20 Jahre dran. Das stimmt, mein Sohn. Aber vergiss nicht, gut Ding braucht gut Weile. Du wirst sehen, diesmal habe ich die richtige Mischung gefunden. Ah, Jesup, du stehst vor der genialsten Erfindung des 20. Jahrhunderts, auf die Millionen Menschen warten. Die Verjüngungskur. Ja, mein Sohn. Nimm dir ein paar Tropfen von dieser Tinktur und du wirst sehen, sie machen dich 30 Jahre jünger. Sieh nach, wer draußen ist, Jesup. Guten Tag. Ist dieses die Villa von Professor Nuold? Jawohl, Sir. Wir wollen den Kamin bei Ihnen fegen. Mhm. Bitte kommen Sie herein. Mhm. Und wo ist hier der Kamin, bitte? Im Zimmer nebenan, wenn Sie hineingehen wollen. An der Wand. Wer ist denn da, Jesup? Nur zwei Schornsteinfeger, die den Kamin säubern wollen. Gut. Verlängerungssteck an. Setz dich irgendwo hin und ruh dich aus. Ich werde mich allein aufs Dach begeben. Warum denn? Damit ich dich quergestern ein paar Minuten vorm Hals habe, sonst werde ich noch völlig verrückt. Hier, bitte zieh. Was gibt's? Ich habe dich gar nicht gemeint. Wo geht's denn hier aufs Dach hinauf? Sie können durch die Dachluke vom Klosett, das oben im zweiten Stock am Fuße der Treppe ist, das Klo ist nicht zu übersehen. Es ist nämlich ein kleines Herz auf der Tür. Drei Tropfen. Fermentum valuta. Zwei. Drei.
Was soll ich denn? Das frage ich mich auch. Wenn ich dich brauche, werde ich sagen. Stan, schick mir den Besen hoch, aber ganz langsam. Aber mit Gefühl. Weiter so. Es geht aber nicht mehr weiter. Dann nimmst du eben noch ein Verlängerungsstück. Ich hab keins mehr. Dann nimmst du eben irgendwas anderes, sonst werden wir überhaupt nicht fertig. Inzwischen was gefunden? Ja, ich schieb es gleich hoch. Gut. Ja, schieb noch ein bisschen weiter, dann bist du durch. Vielleicht bist du so freundlich und hilfst mir wieder hoch, sonst bleibe ich hier sitzen. Einen halben Tropfen abschneiden. Hast du dir wehgetan? Auf eine so dumme Frage gebe ich keine Antwort. Stecke bitte deine Nase in deine Dinge und ich stecke meine in meine. Ich befürchte, dass auf Sie schon der elektrische Stuhl wartet. Wie meint er denn das? Auf eine so dumme Frage kann ich nicht antworten. Nein! 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 Oh! 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 Oh!
Wenn wir hier aufgeräumt haben, hauen wir sofort ab. Musst du eigentlich alles kaputt machen? Steck ich meine Nase in deine? Wunderbare Landschaft. Das muss irgendwo am Meer sein. Man sieht's am Wasser ganz deutlich. Da freust du dich. Ah, ich bin ein Genie, ein großes Genie. Jessup! Jessup! Wo ist Jessup? Jessup? Oh, das muss ungefähr 40 Meilen von Augusta entfernt sein. Ach, ich meine Jessup, meinen Diener. Der ist weggegangen, um einen elektrischen Stuhl zu holen. Hm. Vielleicht können wir Ihnen behilflich sein. Ja, eine blendende Idee. Sie beide werden die Ersten sein, denen es vergönnt ist, die größte Erfindung des 20. Jahrhunderts zu bewundern. Der geniale Erfinder bin ich. Kommt, kommt. Keine Angst. Bleiben Sie einen Moment stehen. Sie werden jetzt erleben, wie ich dieses Entchen verjünge. Mithilfe meiner Tropfen aus einem uralten Greis einen Jüngling machen. Wenn er sich hier in die Wanne setzt. Ich sehe Ihnen an, Sie wollen mir nicht glauben. Also gut, dann werden Sie es selbst ausprobieren. Adieu, es hat uns sehr gefreut. Bitte bleiben Sie noch. Ich rufe meinen Diener. Der wird mir dankbar sein, verjüngt zu werden. Jessup! Jessup! Jessup!
Was hältst du davon, Olli? Es kommt mir nicht ganz geheuer vor. Mhm. Wie wär's, wenn wir es mit dem Fisch probieren? Das ist eine gute Idee. Dann werden wir ja feststellen, was an der Sache dran ist. Leise. Die Tropfen. Vorsicht, tu nicht zu viel rein, sonst sehen wir ihn nicht mehr. Auf dem Regal war doch eine Pipette. Olli, kennst du mich nicht mehr? Wie kommst du dir denn vor? Auf so eine dumme Frage gebe ich keine Antwort.